kann ich nur also einige basteln. Du hast ja nur noch die Leiste. Da siehst du, ob du Schaden machst oder nicht. Ich spring mich immer fast selbst mit in die Luft. Ups, schon wieder. Aber seine Panzerung ist weg. Ey! Naja, zumindest ein Teil davon. Das ist schon mal gut. Aua. Meint das nicht teilweise selber? Ah, super. Ich hab keine Wurfdinger mehr, ich hab keine Munition mehr. Ja, du weißt schon, dass du auch Wurfschild und sowas auch machen kannst? Ja. Ich hab nur noch 11 Dinger, aber ich kann ja noch machen. Aua. Boah, jetzt hat er mich auch noch runtergeworfen. Ich glaube, ich spinne. Ich hasse das eh weg. Ja, jetzt habe ich ja gefühlt zwei Millionen Zombies gerade um mich herum. Ich bin schon da. So. So. Alter, jetzt bin ich auf die Rolle gefallen. Ich glaube, es sackt. Ey, der ist richtig aggro gerade. Nee, das war nicht der, das ist das Haus gewesen. Weg. Er ist tot. Ach, Gott sei Dank. Und weggeploppt, ohne irgendwelche Items hier zu lassen. Ja, es ging nur um das Befreien. Schweine. Da wir das jetzt befreit haben, können wir jetzt das Jagdfieber fertig machen. Oder? War das das? Ja. Ja. Das heißt 1 Kilometer. Au. Boah, Junge! Halt die Fresse und stirb endlich, ey! Alter! Geh mir nicht auf den Piss! Tschüss! Ich hab 1 Kilometer Fahrt, also lass mich in Ruhe. Wo willst du eigentlich hin? Dein Wagen, lol. Du hast deinen Wagen stehen gelassen? Ja, weil ich da festhing. Und alle auf mich eingeklopft haben. Au. So, danke. Adams Haus müssen wir jetzt. Versuche jetzt in mein Auto zu kommen.
Was, bei deinem Auto? Ich wollte zu meinem Auto, ja. So, ich dachte, dein Auto hängt fest. Weiß ich nicht, werde ich ja gleich sehen. Nein, du sitzt in dein Auto. So, raus und weg. Das ist ein Schlenker. Ups. Ups. Ich habe Überlebenden getötet. Okay, warum tut man nicht geplant? Das war definitiv nicht geplant. Ich kann ja mal für das mal herausfinden für ein ganz bestimmtes Easter Egg. Okay. Ja. Ein Easter Egg, was du noch nicht gemacht hast, Dom. Nee, kann ja auch nicht sein, weil du hier zum ersten Mal bist. Eben. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja nichts ohne dich hier gemacht. Dieses Easter Egg ist was Besonderes. Ja. Ja. Willst du auch wissen, warum? Ja, so einfach. Okay. Was? Was? Ich komme hier für die Leitplanke. Oh, du Kackviech, verpiss dich! Hey, wie kommen die ganzen Zombies bei dir auf einmal her, ey? Vorsicht, ich komme! Oh, ja, ich liege! Ich liege auch! Oh, wo kommen die auf einmal her, ey? Oh Junge, gib mir nicht auf den Piss, die Kackviecher. Alter. Oh, voll übertrieben. Ja, ich hasse da. Ich hasse diese Viecher so grundab tief hier, ey. Ja, diese. Sind die nicht nur, dass die Viecher. Kannst du mir mal einen Wagen ein bisschen aufbocken oder so? Oh, warte. Warte. Hat geklappt. Einfach mal den Wagen wieder zurecht treten, dann geht's auch wieder. Schade, ich dachte, ich dürfte es wieder anrempeln. Und du musst unbedingt mal was mit deinem Mikro echt machen, ey. Mit den ständigen Unterbrechungen. Aber wir, ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Du weißt schon, dass wir falsch sind, ne? Tschüss! Oh. Aber wer Karte lesen kann, ist kein Vorteil, ne? Das war gerade die richtige, ne, Fräulein? Au. Das war auch mehr auf mich bezogen, du Vogel. Ich habe einen fliegenden Zombie. Bei mir ist ein fliegender Zombie. Oh ja, schrei rum, du mit Zombies. Halt die Schnauze. Fliegt der eine Zombie hier vorne bei dir auch? Nee. Oh ja, kotzt du anders rum, ich scheiß Viecher, ey. Ja, halt die Schnauze, ey. Boah, Junge. Geht mir, wo kommt dieses Kackviech her wieder her, ey? Fahr doch mal endlich tot um. Ja, ich check das Spiel manchmal sowieso nicht. Manchmal sind die Viecher so einfach zu besiegen.
Ja. Und dann gibt es Momente, dass du echt tausendmal drauf haben musst. Warum auch immer. Warum kommt da? Das sind so Momente, wo mir das Spiel tatsächlich keinen Spaß macht, wenn es einfach zu krank wird. So. Also so kommt man da schon mal nicht rein. Ich sehe einen Schatten. Guten Tag. Ja, das warst du wahrscheinlich. Au. Ich habe auch noch eine Kiste. Wow. Das ist geil, wenn man die Wand hochklettern kann. Öffne dich. Und... Geh doch mal auf hier. Danke. Ja. Was ist mit den Zombies hier passiert? Die klemmen voll dazwischen. Was geht bei denen? So, wir müssen jetzt irgendwie ins Gebäude rein. Bei einigen Zombies verstehe ich es auch nicht. Die sind teilweise so dermaßen stark, dass sie dir eine Backpfeife oder sowas geben und du fliegst gefühlt 70 Meter weg. Ja. Aber wo genau müssen wir hin? Irgendwo muss ein dummer Eingang geben. Hier auf der Seite schon mal nicht. Gefunden! Wo? Oh. Oh, meine Waffe ist kaputt. Warum kommt der denn schon wieder her? Boah, im Moment regt mich das Spiel nur auf. Ich bin entspannt. Nö. Ja, und jetzt kommt dieses Spackenviecher auch noch. Kann man das Ding zumachen? Ja. Vor allem, die wissen immer instant, wo man ist, ne? Ja, ja. Nach dem Motto, sie haben uns direkt gesehen und drauf los. Ja, es sind 70 km/h schnell. So. Weißt du? Nicht mal Zombies sind in der Lage, so schnell zu laufen. Eigentlich. Boah, da ist noch einer. Wo kommt so her, ey? Fall doch mal endlich tot um und bleib liegen und halt die Fresse, Junge. Alter. Scheiß Viecher, die sind schlimmer als ein Strich in der Landschaft. Das ist das Ding. Wie vielleicht? Was denn? Nein. Ich habe einen unterirdischen Teil gefunden. Eine Luke habe ich gefunden. Boah, Junge. Schon wieder eins auf dich los? Wo bist du? In dem Gebäude, wo du die Garage-Dings aufgemacht hast. Glaube ich zumindest. Oh, die habe ich nicht gesehen. Guten Tag. Küchenkram. Blutscheiße. Kackvogel. Einige Sachen, ich weiß es manchmal auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sind das mittlerweile. Also ich nehme jetzt schon 1,5 Stunden auf. Okay, ich guck mal kurz. Mhm. 1, 2, 3, 4. Mit der aktuellen Folge sind es 5. Mhm. Pass mal auf, ich würde gerne mit dir noch diese Quest hier zu Ende machen. Ja. Na, und dann will ich diese Folgen dann direkt auch wieder bearbeiten und so. Okay.
weiß noch nicht so ganz, was wir hier machen sollen. Und einige Sachen kann man hier irgendwie anquatschen oder sowas, aber es passiert irgendwie nichts. Hm. Guten Tag. Ist da was? Ja, ist ein Loch. Mit einem Zombie. Ja, natürlich. Ein toter Zombie. Und hier müssen wir rein. Herr Dieb, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich bin froh, dass Sie diesen Brief gefunden haben. Ich weiß, warum Sie hier sind. Wegen meiner Waffe, nicht wahr? Es ist immer wegen meiner Waffe. Ich wusste, dass ich meine wunderschönen Schätze nicht mit auf die andere Seite nehmen kann. Aber es wäre auch eine Schande, sie einfach für jeden dahergelaufenen offen liegen zu lassen. Deswegen habe ich vor einiger Zeit ein spezielles Projekt begonnen. Haben Sie als Kind je nach versteckten Schätzen gesucht? Würde niemand an einen solchen Schatz verstecken, könnte ihn auch niemand finden. Also habe ich mit diesem Spielchen im Hinterkopf hier überall diverse Hinweise hinterlassen. Viel Spaß! Oh. Was für ein Abschiedsbrief. Oh, ja, ich weiß jetzt auch, dass eine Quest, die so ewig lang geht. Geht die nicht schneller, wenn wir zusammenarbeiten? Nein. Nicht wirklich. Okay. Ja. Hab ich ja genau das Richtige rausgesucht, ja? Ja. Vor allem farblich sehr dunkel geworden. Das ist normal bei dem, bei der Quest. Das war bei mir auch so. Stell die Tür wieder zu. Ah! Sollte schließen. Kann ich sie nicht verschließen? Ja. Guten Tag. Du machst nur gerade eine Tür auf. Oh, die führen alle nur zu. Draußen. Hab ich. Oh, das nächste. Campingausflug mit der ganzen Familie, aber es kam mitten in der Nacht zu einem Unglück. Die kleine, mit Felsen und übersäte Insel war Heimat einiger großer Hornissennester. Und als einer der Camper in der Nacht etwas abseits der Zelte austreten wollte, schreckte er die Insekten auf. Der Junge starb an einem anaphylaktischen Schock. Willst du noch mehr lesen? Pass auf, dann komm mit. Okay. Du hast hier was? Leuchtturmbesichtigungen sind nur nach vorheriger Absprache montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr möglich. Das Fotografieren mit Blitzlicht ist untersagt. Dann hast du hier was? Okay, ich muss also das Meer von weit oben beobachten. Wie wär's mit dem Leuchtturm? Ja, da kommen wir eh noch hin. Hast du da was? Genau. Ja, Wunschbrunnen. So ein Wunschbrunnen in einer Höhle, die so auffällig ist, dass sie nicht auffällt. Das war ja arschklar. Arschklar? Das finde ich irgendwie geil. Hier am Tisch ist noch was? Ja, warte. So lauft, Junge, lauft. Doch eine Flucht wird misslingen. Ein Geist eurer Vergangenheit wird euch vom Wege abbringen. Am Wunschbrunnen, sie hielten dann offen und doch so verborgen, so tief wie die Hölle reichen kann und dunkel wie einen Wintermorgen. Okay. An jeder Wand ist was. Unter der Erde. Ja. Ich erzähl dir eine Geschichte, die traurigste weit und breit, als sie legten eine lebendige Leiche in ein tiefes Grab der Vergessenheit. Des Nachts begannen sie zu graben, fluchend, ächzend und erkrankt. Aber was sie der Leiche nahm, war nicht für sie bestimmt. Dann muss ich wohl zum Friedhof. Tolle Idee für einen nächtlichen Ausflug. Das steinige Flussbrett. Als sie erwachten am nächsten Tag, brachten sie auf in Richtung Westen. Doch was sich aus einem Steinflussbett erhob, war nicht zu ihrem Besten.
Ein Berg ragte empor vor ihren Augen. Das Wasser teilte sich ohne Klagen. In der Höhle erwachte das tote Mädchen. Sie hörten ihr Herz laut und schlagen. Scheint, als hätte ich schon mal einen Berg gesehen, der sich aus dem Wasser erhebt. Könnte diese Felseninsel sein. Das sind Orte, die wir jetzt besuchen müssen? Jupp. Würde ich gerne mit dir machen, aber wie gesagt, ich wollte ja eigentlich die Quest ja beenden, aber das eine, die ewig lange dauert. Darf ich hier dann pausieren und dann beim nächsten Mal dann hier weitermachen? Genau. Oh, ich habe noch einen Zettel gefunden. Diese abscheuliche Seuche wirkt sich natürlich nicht auf die Insektenwelt aus. Heute Morgen wimmelte es in meinem Küchenschrank nur so von Ameisen. Und selbstverständlich habe ich keine Möglichkeit, in eine Drogerie zu fahren, um mir Ameisenspray zu kaufen. Selbst wenn ich dorthin käme, sie hätten wahrscheinlich nicht mal welches. Am liebsten würde ich diese kleinen, sechsbeinigen Bastarde zurückbeißen. Sechsbeinigen Bastarde. Kann ich gut verstehen. Gibt's hier noch mehr? Ich will nur noch das Haus hier absuchen und dann... Ja, es geht noch höher. Ich müsste aber jetzt... Oh, hier. Hast du das hier schon? Warte. Wo bist du? Unten. Ja, warte. Was ist da? Oh. Im Supermarkt gibt es... Hämorrhoidensalbe im Angebot. Ich sollte bei meinem nächsten Abstecher dorthin welche mitbringen. Hämorrhoidensalbe. Das ist Hämorrhoidensalbe. Weißt du, was das ist?